Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hitman Absolution. Es steht ja hier noch ein Schloss im Weg, was wir uns jetzt entledigen werden. Und? Der Aufsichtsrat vermutet bereits, dass wir wegen Hope gelogen haben. Wenn sie erfahren, dass sie unsere Ressourcen genutzt haben, um einen Friedhof zu finden, werden sie Fragen stellen. Warum Burnwood wirklich übergelaufen ist, über ihr kleines Forschungsprojekt, ja, dann kommt alles ans Licht. Aber ich werde nicht untergehen, nur weil sie von einer Toten besessen sind. Aha. Na gut. Der ja. Aufsichtsrat wird glauben, was ich ihm sage. Sie wollen in der Oberliga mitspielen? Das ist Ihre Chance. Nutzen Sie sie. Oder schreiben Sie schon mal Ihre Grabrede. Wir haben hier nicht wirklich viel Option, die Leichen zu verstecken. Gehen wir erstmal hier lang. Ah, so weit, so gut. Hier hinten ist Sackgasse. Ja, hier haben wir auch Möglichkeiten. Hier wäre zum Beispiel die erste. Eine Schreddermöglichkeit. Kenn ich den nicht von der Akademie? Nee, den kennst du nicht von der Akademie. Das Problem ist hier jetzt gerade die Karte. Sei da draußen vorsichtig! Ja. Bin ich auch. Der kommt gerade hier rein, ne? Ne, der ist gerade dran vorbeigelaufen. Okay. Huh. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das? Ah, da könnte man sich als Wachmann verstecken wahrscheinlich. Und du bist so weit ab vom Schuss. Schon mal was von persönlichem Freiraum gehört? Ja, ich gehe ja schon. So, der geht wieder. Mist. Zentrale, bitte sagen Sie den Leuten, sie sollen ihre Ausrüstung sichern, bevor sie sie unbeaufsichtigt lassen. So. Schon viel besser. Und loswerden. Ab. Und deine Verkleidung passt zu mir besser. So, dann werden wir hier nochmal kurz die andere Leiche entsorgen. Komm mit. Und tschüss. So, der Schrank ist voll. Wir sind immer noch bei 0 Punkten. Und das gefällt mir. Gut, da vorne kommt gleich der nächste. Ah! Wer ist das? So. Wie wollen wir dich jetzt loswerden? Selber Trick wie vorhin? Was zur?
Hol das Stöckchen. Zentrale, hier wirft irgendein Spinner mit Sachen rum. Wir regeln das. Over. Hol das Stöckchen. So. Jetzt müssen wir dich nur noch kurz beiseite schleifen. Hat der eine andere Verkleidung an als wir jetzt? Nee. So. Wenn sie können, dann nehmen wir uns auch nochmal mit. Ah, dieses Geräusch. Gut, gehen wir erstmal weiter. Aber bis jetzt haben wir ja soweit alles. Was hat's hier mit Aufsicht? Der Tunnel könnte relativ leicht einstürzen. Aha. Okay. Da haben wir wieder einen Knochen. Und dort haben wir irgendeine spezielle Verkleidung. Oh, 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 oh. Gut, mal gucken, wie weit wir den... Ja, den Kanister können wir nicht weit schmeißen. Ah, den Knochen schon eher. Ah, das hat den da oben nicht wirklich interessiert. Ha. Hier drinnen hatten wir ja soweit... Können wir jetzt das Ding hier eigentlich benutzen? Nee. Hier haben wir nochmal Munition. Für die Pumpgun. Was, Tom? Okay, was gehört. Den richtigen erwischt. Melde mich wieder. Nach und nach, komm. Warum? Ich wollte gerade sagen, warum kann ich nicht erdrosseln? Okay, soweit. So. Komm, 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 komm. Fallen lassen. Weg von der Leiche. Zentrale, wir haben hier eine Leiche. Höchste Alarmstufe. Ich habe nichts zum Werfen mehr. Na, jetzt bleibt er da auch noch stehen. Bitte kommen, Zentrale. Wir haben möglicherweise feindliche Subjekte in der Nähe. Rücke vorsichtig vor. Over. Ich will das. Ah, das war jetzt nicht so gut. Jetzt werden die nämlich alle wieder misstrauisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Bleibt wachsam. Okay, er sucht. Ein neuer? Ihr Jungs seid wie Krähen. Der Tod folgt okay. Euch auf Schritt und Tritt. Da kommt noch einer. Nicht so gut. Nehmen wir uns auf jeden Fall den Knochen mit. Bravo, ich muss den... Oh. Diesen neuen. Ein neuer? Na los, geh weiter. Kommt der nächste hier rein? Such in jedem Winkel. Nicht!
Bravo hier, sprechen Sie Zentrale. Das kann ich nicht sagen. Okay, auf. Ist sogar sie durch? Unser Ziel auch. Sie kommt sogar geradewegs gut rüber. Habt ihr was gefunden? Na los, Augen auf! Verstanden, bin unterwegs. Wir suchen noch, melden uns später wieder. Oh, ihr macht hier gerade den dicksten Fehler überhaupt. Das Ziel ungeschützt hier rumliegen lassen. So, sie einmal hier kurz in die Ecke liegen lassen. Na? Jetzt muss ich nur noch die Leichen verschwinden lassen. Dann passt das. Oh Mann. Hat sich sonst jemand gemeldet? Over. Gut, lassen wir sie erstmal noch ein bisschen rumbaumeln da. Scheinbar durchsucht der hier auch gleich wieder dasselbe. Zentrale, erbitte sofortige medizinische Evakuierung. Wir haben einen Verwundeten. Gibt sonst irgendwo verdächtige Vorkommnisse? Ja, jetzt haben sie die gefunden. Ich hätte sie eins weiterziehen müssen. Zentrale, wir haben hier einen Toten. Wir sitzen auf dem Präsentierteller. Erbitte weitere Befehle. Ja, komm, geh da durch. Ist etwas passiert? Jetzt sind zwei schon mit misstrauisch. Ich würde ja gerne gucken, was das hier für eine Verkleidung ist. Naja, okay. Wolfs im Schafspelz. Okay, aber Chamäleon nochmal freigeschaltet. Okay, wir müssen jetzt aber langsam aber sicher mal die Leichen loswerden. Oh, da kommt der nächste. Weil wir verlieren hier auch langsam und sicher immer mehr Punkte. So. Kommt der nächste. Fast schon zu süß. Was haben die immer mit ihrer Süßheit? Okay. Da kommt jetzt noch einer rein. Gut, wir gehen hier wieder raus. Ich würde gerne die Leichen, die wir hier noch haben, verschwinden lassen. Bloß das Problem ist, wir werden die hier nicht so schnell los. Okay. Na, wenn ich die jetzt da vorne umbringe. Die hinter beiden werden doch bestimmt gleich wiederkommen. Ja, meine ich doch. Okay, die rennen auch nur beide in der Zweiergruppe. Wir haben noch einen Hundeknochen zum Schmeißen. Machen wir jetzt halt uns die Hände noch ein bisschen schmutziger, als sie schon sind. So. Sucht in jedem Winkel. Information! Okay, das hat kein Mist durchgemacht.
Ja, die rennen halt beide blöd. Jetzt haben wir ein Problem. Hat die Zentrale sie geschickt? Dann muss die Lage ja echt ernst sein. Kein Instinkt mehr. Verstanden, Zentrale. Wird gemacht. Nein, okay. Ich sehe mich noch um. Verstanden, aus. Ah, es hat wieder nicht geklappt. Ich glaube, ich hätte den Ziegelstein nehmen sollen. Na, das würde uns jetzt auch nichts bringen. Verstanden, Charlie. In Ordnung, freut mich, das zu hören. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. So, der kommt jetzt wieder. So, jetzt gehen sie erstmal gerade zu. Hä? An den beiden müssen wir vorbei. Also sprich, die beiden müssen wir ausschalten. Und dann den dritten da. Dann dürften wir eigentlich auch die Leichen verstecken können. Und dass das da überhaupt nicht auffällt, das ist eigentlich, ja, sehr, sehr merkwürdig. So, der geht als erstes rein. So, der andere dreht um. Ich will, dass hier alles gründlich durchsucht wird, Gentlemen. Okay. Bin unterwegs. Nein, er hat mich gesehen. Verstärkung ist da. Oh nee, ich will doch nur die Leichen wegbringen. Jetzt haben wir hier auch noch irgendwo eine Verstärkung rumgurken. Los, wir müssen das Gebiet durchsuchen. Ah, okay, bevor wir jetzt hier noch mehr Scheiße bauen, wir haben auch gar keinen Instinkt mehr. Jetzt habe ich ein Problem. Ah, jetzt müssen wir noch mehr umlegen. Verdammter Mist. Zentrale, wir haben hier eine tote Person. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Okay. Leiche gefunden. Zentrale, hier Alpha Oscar. Wir haben hier eine tote Person. Bitte. Vergessen Sie es, Zentrale. Opfer atmet noch. Person ist nicht tot. Ah, Mist. Wir suchen noch. Melden uns später wieder. So, jetzt aber Gas geben. Und jetzt hier rein. So. Ah, jetzt sind es nur noch zwei. Wunderbar. Ich brauche irgendwas wieder zum Schmeißen zur Not. Hat der Ziegelstein überlebt? Nicht wirklich. Irgendwo hatte ich doch auch hier noch einen Hundeknochen, oder? Nee. So. Der kommt rein. Bitte kommen, Zentrale. Wir haben möglicherweise feindliche Subjekte in der Nähe. Rücke vorsichtig vor. Over. Okay. Der andere muss jetzt weit genug weg. Jetzt. Zentrale, die Gegend ist nicht sicher. Irgendjemand ist in der Nähe. Du hast Verdächtiges gesehen? Das ist er! Nein! Ah, Mann! Ich habe schon Frauen geschlagen! Melden uns. Das Wort hat sich verkleidet.
Ah, jetzt ist sowieso vorbei. So, nachladen. Kommen gleich drei Stück. Jetzt waren damit sehr schön. Jetzt kann ich rein. Huh. Wir haben ihn verloren. Leute, seht ihr ihn? Nee, ich hoffe, dass ihr mich nicht seht. Vier Personen sind in der Nähe. Bitte um Anweisungen. Na kommt. Nun geht's. Ah, er steht hier noch. Okay. So. Und er mit seiner Pistole. Oh Mann. Oh Mann. Einer kommt zurück. In Suchformation. Bewegung. 10-4. Kommen Sie raus? Nein, ich komme nicht raus. Keine Lust. Oh, jetzt müssen wir wieder so lange warten. Shit. Jetzt sind sie alle drei da, wo wir die ganzen Leichen noch wegtragen müssen. Na gut, wir hatten ja da um eine Ecke gleich eine Häckselmaschine. Also so schlimm ist es jetzt nicht. Jetzt müssen wir erst mal abwarten, bis die jetzt nicht mehr nach uns suchen. Ne, ihr müsst jetzt das Gebiet nicht mehr durchsuchen. Ich bin schon längst weg. Okay, jetzt sind sie da hinten irgendwo. Von dort aus kommen sie jetzt wieder hierher, ne? Ja, die laufen jetzt hier alle geradezu rüber. Oh Mann. Schussfeld prüfen. Ja, Schussfeld ist geprüft. Wir sind von gut ausgebildeten Profis umstellt. Es gibt keinen Kampf. Jetzt gehen sie wieder da rein. Ich will, dass jeder Zentimeter abgesucht wird. Na los, macht schon! Jetzt kommt einer, glaube ich, wieder raus. Ich glaube, das Beste wäre, wenn wir jetzt zunächst wieder die Verkleidung wechseln. So, das dürften sie jetzt nicht sehen. Jetzt gehen wir einfach von hier aus. Einmal hier rum. Na, die Verkleidung bringt uns nichts. Nehmen wir die erstmal. Okay, die wurde auch entdeckt. Ich habe aber noch eine Idee. Okay. Die drei sind jetzt da vorne. Jetzt müssten sie gleich wieder hier ins Museum da reingehen. Na komm. Eins, zwei und... drei. Wunderbar. So. Wir hatten ja hier vorne noch die eine Verkleidung. Na komm. Mitten im
hin. Bestätigt, Zentrale. Noch nichts Handfestes, Sir. Ich sehe mich noch um. Augen offen. So, jetzt sind wir auch wieder safe mit der Verkleidung. Oh, wir können hier den Benzinkanister noch mitnehmen. So. Ich will, dass ihr alles gründlich untersucht, Gentlemen. Und bleibt wachsam. Ja, wir bleiben wachsam. Wir haben hier ein Problem. Die können mich auch gar nicht erkennen. Was? Tja, aber hier habe ich schon nachgesehen. Und da müssen wir durch. Dadurch kommen wir ja sehr leicht, aber ich würde halt gern doch noch die Leichen loswerden wollen. Durchkämmt die Gegend. Sucht in jedem Winkel. Und wir haben halt hier den Schredderer. Wachsam bleiben, hier stimmt was nicht. So. Die Zentrale will diesen Typen unbedingt schnappen. Ja. Dieser Typ wird sich jetzt aber hier vorne erstmal gucken, ob er sich hier verstecken kann. Warum blinkt das Ding denn so komisch gelblich? Oder ist das jetzt einfach nur die Farbe? Nein, ich sehe mich noch um. Verstanden. Out. So, die zwei gehen. So. B fallen lassen. Negativ. Wir haben keinen Sichtkontakt. Zielperson ist außer Sichtweite. Ja, soweit so gut. Schön, dass ihr Jungs hier seid. Ja, ich bin das Aufräumkommando. Wir verfolgen die Zielperson. Achtung! Zielperson ist flüchtig. Noch keine Spur von ihm. Wir suchen weiter. Na, such. Weil du bist jetzt unser nächstes Opfer. Wir dürfen den Kerl nicht verlieren. Der Typ scheint ein Profi zu sein. Gut, ein bisschen Training kann nicht schaden. Ja, kann wirklich nicht. So, jetzt. Den nächsten. Jetzt kommt mir nicht noch mehr Verstärkung. Ich will die ganzen Leichen hier auch nochmal loswerden. So. Nicht laufen. Gibt's sonst irgendwo verdächtige Vorkommnisse? Nein. Ich hab nichts mitgekriegt. Wieso kommt denn jetzt davon da auch schon wieder einer? Och Mann. Ich versuche hier doch nur den Schredder fertig zu kriegen. Sie verschwenden ihre Zeit. Okay. So. Den können wir so lange nicht ausschalten, solange die beiden Heinzels jetzt hier rumrennen. Das heißt, der letzte von genau euch... Das ist genau wie in der guten alten Zeit, als wir Aufständische in Afghanistan gejagt haben. Ah, echt? Okay. Hat sich sonst jemand gemeldet? Over. So, die nächsten. So, auch den hier erst in die Ecke legen. Das wird langsam ein bisschen viel. Verdammt, Charlie. In Ordnung, freut mich, das zu hören. Wir brauchen jede Hilfe, die wir kriegen können. Das gibt's nicht. Wir töten einen, es kommt der nächste, oder was? So kriege ich sie doch alle nicht in den Schredder rein. Nicht euer Ernst.
Ich möchte sie doch hier nur schreddern. Aber solange die beiden hier immer durch die Gegend rennen, bringt mir das halt gar nichts. Gut, die Zentrale zwei probieren wir jetzt noch. Unbedingt schnappen. So. Leise. Hier ist alles ruhig. Ja, hier ist wirklich alles ruhig. So. Es gibt's nicht. Kommt der nächste an. Okay, es werden immer mehr und wir kriegen immer mehr Manus, weil wir immer mehr umbringen müssen. Hat die Zentrale sie geschickt? Ja, hat sie. Muss die Lage ja echt ernst sein. Gut, aber ich würde jetzt sagen, wir machen hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.